Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien V. Mein Name ist Jens Rabe und heute möchte ich mit dir ein kleines Gedankenexperiment machen. Heute geht es um Gewinne, heute geht es um Verluste, heute geht es um kurzfristiges und langfristiges Denken. Also, schau zu! Wir hatten letzte Woche hier bei uns in der Akademie ein Seminar, das war das Starter-Seminar, also für alle, die in den Optionshandel einsteigen wollen. Und wir haben unter anderem in diesem Seminar ein kleines gedankliches Experiment gemacht. Und das will ich jetzt mit dir an dieser Stelle mal ganz kurz wiederholen. Natürlich nicht ganz so ausführlich, aber vom Grundgedanke her. Und zwar, stell dir bitte mal Folgendes vor. Du bist im Börsenhandel aktiv. Jetzt erstmal egal, ob es Optionen sind oder ob es Aktien sind oder irgendwas anderes. Und du bist davon überzeugt, dass du ein Handelssystem hast oder eine Systematik, die langfristig profitabel an der Börse ist. So, jetzt gibt es ein Jahr, da verlierst du 50% deines Depots. Das heißt, dein Depot ist am Ende des Jahres 50% weniger wert als vorher. Frage: Machst du jetzt weiter? Bleibst du also diesem Handelssystem treu, machst du an dieser Stelle weiter. Okay, überleg dir jetzt einfach mal eine Antwort. Jetzt kommt noch dazu, zweiter Punkt. In dem Jahr sind die Märkte an sich schlecht gelaufen, aber der S&P hat deutlich weniger verloren als du. Der hat also vielleicht nur 30% verloren. Du hast 50% verloren. Der hat 30% verloren. Und jetzt überleg dir mal wieder kurz, du bist das selbst oder ist das ein anderer, wie würdest du den einschätzen? Ist es ein guter Händler, ist es ein guter Investor oder ist das ein schlechter Investor? So, das heißt, du müsstest jetzt zwei Antworten haben, nämlich also die erste, wenn dir das passiert, würdest du dann weitermachen? Und die zweite, wie würdest du jemanden einschätzen, der diese 50% verliert und damit auch noch deutlich schlechter als der gesamte Markt ist? Wenn du jetzt denkst wie die Masse, wirst du jetzt sagen, bei 50% minus höre ich selbstverständlich auf. Und wenn ich auch noch schlechter bin als der Markt, dann ist derjenige ein schlechter Händler. Und jetzt will ich dir diesen schlechten Händler mal vorstellen, den gibt es nämlich. Und zwar ist das Warren Buffett. Und ich zeige dir jetzt mal hier, ich blende dir das jetzt mal ein, einen Ausschnitt aus dem jährlichen Geschäftsbericht von Warren Buffett, also von seiner Berkshire Hathaway. Und da gab es ja mehrere Jahre, in denen er Minus gemacht hat, auch deutlich Minus. Und es gab eben auch dieses eine Jahr hier, wo er knapp 50% verloren hat. Und der S&P hat in diesem Jahr auch verloren, aber eben deutlich, deutlich weniger. Und jetzt setzt das nochmal ins Verhältnis zu deinen Antworten. Also, was wäre denn gewesen, wenn der Mann nach diesem großen Rückgang aufgehört hätte? Wäre der dann da, wo er jetzt ist? Zweiter Punkt. Hältst du den jetzt immer noch für einen schlechten Investor? Er hat deutlich Minus gemacht in dem Jahr und er war auch noch deutlich schlechter als der Markt. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Experiment, um mal zu zeigen, dass wir sehr, sehr häufig viel zu kurzfristig denken und dass wir auf völlig falsche Dinge achten. Denn wenn du ein langfristiges System hast, was funktioniert, also wenn du etwas hast, womit du langfristig Geld verdienst, dann ist es zwar ärgerlich, wenn du mal in einem Jahr Minus machst, und es ist noch viel, viel ärgerlicher, wenn du dann deutlich mehr verlierst als der Markt. Langfristig betrachtet ist es aber vollkommen irrelevant. Das liegt aber daran, warum denken wir so? Weil wir eben alle so kurzfristige Denker geworden sind. Ne? Keiner denkt mehr langfristig. Alle wollen immer gleich die Jetzt-Belohnung haben. Ich habe jetzt 5.000 Euro und am Ende des Jahres müssen es 20.000 sein. Ich habe jetzt 3.000 Euro, in 3 Jahren will ich Millionär sein. Das kann aber eben nicht funktionieren und das wird auch in den allermeisten Fällen nicht funktionieren. Ausnahme, kaufst einen Lottoschein, gewinnst bis nächste Woche Millionär. Kann das funktionieren? Natürlich kann das funktionieren. Funktioniert das für dich? Probier es aus. Ich wette mal, dass es für 99,99% der Leute nicht funktioniert. Und jetzt geh einfach mal auf deine eigenen Ergebnisse, die du in den letzten Jahren erzielt hast. Waren da Jahre dabei, die schlecht waren? Garantiert.
waren da Jahre dabei, wo du schlechter warst als der Markt. Garantiert. Bei mir war das 2018 so. Fühle ich mich jetzt aber als schlechten Händler? Bin ich jetzt der Meinung, ich sollte mit dem, was ich tue, aufhören? Nein, überhaupt nicht. Ne? Man kann aus solchen Dingen lernen. Man kann aus solchen Dingen etwas Positives ziehen. Man kann analysieren, was hat man vielleicht falsch gemacht oder vielleicht gehört es einfach dazu. Ist es vielleicht Bestandteil meiner Strategie, dass ich auch mal in manchen Jahren etwas mehr verliere als der Markt, aber dafür langfristig betrachtet auch deutlich mehr gewinne als der Markt? Was ist mir wichtig? Ist es mir wichtig, was andere über mich sagen, was andere über mein Ergebnis sagen? Oder ist es mir wichtig, wo ich in 5, 10, 15, 20 Jahren sein werde? Und mit diesem kurzen Experiment entlasse ich dich ins Wochenende. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, auf eure Meinungen. Und dieses Experiment, das ist noch viel, viel größer. Ne? Da haben wir noch viel, viel mehr Sachen gemacht. Wenn dich das Ganze interessiert, im März gibt es wieder ein Starter-Seminar. Trag dich ein in unsere Beratungsliste. Ein Kollege von mir ruft dich an, vielleicht ruft dich sogar selbst an. Und dann sprechen wir mal rüber, ob das Seminar, dieses Starter-Seminar oder vielleicht auch ein anderes für dich was sein könnte. Und eins kann ich dir versprechen, wenn du wirklich daran interessiert bist, langfristig Geld zu verdienen, dann kommst du ohnehin nicht drum herum, über kurz oder lang zu uns an die Akademie zu kommen. Also mach's lieber gleich. Okay, in diesem Sinne, dir ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss, servus, macht's gut, bye bye.